Ja, guten Abend. Es ist für mich eine große Freude, mal in einem Theater aufzutreten. Das ist das allererste Mal. Ich soll mich am Anfang vorstellen. Ich heiße Ulrike Herrmann, arbeite bei der Tageszeitung Taz in Berlin als Wirtschaftsredakteurin. Zu diesem Job bin ich gekommen, weil ich eigentlich ausgebildete Bankkauffrau bin und dann auch noch Geschichte und Philosophie an der FU Berlin studiert habe. Und bei der Taz bin ich jetzt seit mehr als 20 Jahren. Ja, ich werde jetzt hier, das wissen Sie aber wahrscheinlich, weil das ja im Programm steht, ungefähr 15 Minuten eine kleine Einführung machen. Ich weiche allerdings von dem Stück stark ab. In dem Stück geht es ja, das wissen Sie, um ein Gerichtsverfahren, wo es darum geht, herauszufinden, wer daran schuld ist, dass der Klimaschutz so spät gestartet hat. Es geht also um individuelle Schuld und Verantwortung. Ich möchte Ihnen in den 15 Minuten, die ich habe, aber darlegen, dass es auch strukturelle Gründe gibt, aus meiner Sicht, warum es mit dem Klimaschutz nicht so richtig vorangeht. Denn, sollte ich vielleicht vorwegschicken, aus meiner Sicht ist es so, dass Klimaschutz bedeutet, dass man sich vom Kapitalismus verabschieden muss. Und das möchte ich Ihnen jetzt kurz erklären. Damit keine Missverständnisse aufkommen, ich bin keine Kapitalismuskritikerin, sondern ganz im Gegenteil, ich finde dieses System, in dem wir leben, eigentlich extrem faszinierend, weil es das einzige Sozialsystem ist in der gesamten Menschheitsgeschichte, das dynamisch ist. Also alle anderen Gesellschaftssysteme vor uns weltweit waren stagnierende Agrargesellschaften. Es gab kein Wachstum pro Kopf. Die durchschnittliche Lebenserwartung lag bei maximal 40 Jahren. Das galt für das antike Rom vor 2000 Jahren genauso wie für das chinesische Kaiserreich, sehr weit entwickelt im 9. Jahrhundert nach Christus, oder aber auch für Württemberg im 18. Jahrhundert, also vor 200 Jahren hier in Stuttgart. Man kann sagen, dass die Menschen, die vor 200 Jahren in Stuttgart gelebt haben, genauso reich, aber man müsste eigentlich sagen, genauso arm waren wie die antiken Römer 2000 Jahre vorher. Es hatte sich niemals irgendwo etwas bewegt und das hat sich erst mit dem Kapitalismus geändert. So, da über den Kapitalismus könnte man viel sagen, aber dazu habe ich ja jetzt keine Zeit. Der Punkt, der entscheidende Punkt, auf den ich jetzt raus will, ist, dass der Kapitalismus Wachstum erzeugt. Das ist das, was ihn von allen anderen Wirtschaftsformen vorher unterscheidet. Aber blöderweise benötigt er auch Wachstum, um stabil zu sein. Jetzt sage ich Ihnen aber nichts Neues, wenn ich feststelle, dass man in einer endlichen Welt nicht unendlich wachsen kann. Es geht nicht. Und wir stoßen an zwei absolute Grenzen, die auch längst sichtbar sind. Es gibt eine Grenze bei der Umwelt, es gibt aber auch eine Grenze bei den Rohstoffen. Inzwischen ist es so, dass die Europäer so tun, als könnten sie drei Planeten verbrauchen. Es gibt aber ja bekanntlich nur eine Erde. Andere Länder sind noch schlimmer, also die USA beispielsweise tun so, als könnten sie fünf Planeten verbrauchen. Und Dubai ist inzwischen sogar schon bei 33 Planeten. So, aber dass das Ganze noch nicht kollabiert, liegt eben daran, dass andere Länder, vor allen Dingen in Afrika, ihren Anteil am Planeten noch nicht ausreizen. Aber es ist ja völlig klar, dass das überhaupt keine Zukunft hat, wenn man drei Planeten verbraucht und nur eine Erde hat. So, die Frage ist also, was macht man jetzt? So, und eine Idee, die sehr populär ist, ist zu sagen, ja gut, dann verzichten wir einfach auf das Wachstum. Wir haben ja eigentlich sowieso schon alle genug. Das ist auch nicht falsch. Also es gibt auch arme Menschen in Deutschland, aber wenn man den Durchschnitt betrachtet, dann haben wir mehr, als man so gemeinhin braucht. Nur diese ganze Idee, ich konsumiere einfach weniger, basiert auf einem Missverständnis. Es ist nämlich so, obwohl das vielleicht erstaunlich klingen mag, im Kapitalismus
konsumiert man nicht, um seine Bedürfnisse zu befriedigen, obwohl das in der Werbung immer so erzählt wird, sondern man konsumiert, um das System zu stabilisieren. Sprich, wir alle müssen ständig kaufen, damit der Kapitalismus nicht zusammenbricht, damit die Arbeitsplätze erhalten werden. Dass das ganz, 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 ganz gefährlich ist, wenn plötzlich die Konsumketten oder auch Lieferketten zusammenbrechen, das hat jeder gemerkt, als Corona im März 2020 Europa erreicht hat. Nicht? Da war ja plötzlich stockte alles, wir waren ja alle dabei. Und es hat noch nicht mal Wochen gedauert, sondern es waren nur wenige Tage. Und da hat die deutsche Regierung schon beschlossen, Milliarden in die deutsche Wirtschaft zu pumpen, um einen Kollaps zu verhindern. Da waren Unsummen im Gespräch. Nicht? Ursprünglich dachte man, dass man im Zweifel auch 1,4 Billionen Euro, also 1.400 Milliarden Euro, investieren würde. Faktisch hat Corona jetzt 400 Milliarden gekostet, aber auch 400 Milliarden sind viel Geld. Und dass das für alle völlig selbstverständlich war, sofort diese Milliarden in die Wirtschaft zu pumpen, zeigt eben, dass jeder weiß, was passiert, wenn nicht mehr konsumiert wird. Und sei es auch nur für eine kurze Zeit, dann beginnt ein chaotisches Schrumpfen, das auch kein Ende mehr kennt. Also der Kapitalismus hat nur zwei Zustände, so erstaunlich das klingen mag. Entweder er wächst oder er schrumpft. Aber dazwischen gibt es nichts. Und wenn er permanent schrumpft, weiß man auch, was passiert. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ein rechtsradikaler Diktator an die Macht kommt. Deutschland hat das ja 1933 erlebt. So, also irgendwie zu sagen, ich konsumiere nicht, ich verzichte auf Wachstum, funktioniert nicht. So, deswegen gibt es eine zweite Idee, von der Sie auch schon alle gehört haben. Das ist der Gedanke, okay, dann machen wir hier grünes Wachstum. Nicht diese Idee, grünes Wachstum ist die Idee, die in Deutschland alle Parteien verfolgen, von den Grünen bis zur CSU. Und es ist auch die Politik der EU, die dieses Programm grünes Wachstum Green New Deal nennt. So, die Idee ist, Sie kennen die alle, aber ich buchstabiere das nochmal aus, es bleibt alles wie bisher, nur mit dem Unterschied, dass man jetzt eben mit dem E-Auto fährt und nicht mehr mit dem Verbrennermotor. Also gerade Sie hier in Baden-Württemberg, in Stuttgart, sollten diese Idee gut kennen. Also was man eigentlich macht, ist, man setzt auf rein technische Lösungen. Und letztlich ist die Idee, dass man eben die gesamten Branchen, die gesamte Wirtschaft, alles auf Ökostrom umstellt, weil man nur Ökostrom klimaneutral produzieren kann. Das heißt, letztlich hängt alles an Windenergie und an Solarenergie. Und auf den ersten Blick wirkt das auch ganz nachvollziehbar, weil es nämlich so ist, dass die Sonne 5000 Mal mehr Energie auf die Erde schickt, als alle Menschen brauchen würden, wenn sie alle so leben würden, wie wir hier in Westeuropa. Also an physikalischer Energie mangelt es überhaupt nicht. Aber es gibt natürlich einen Pferdefuß, den Sie auch kennen. Diese Sonnenenergie nutzt einem ja nichts, sondern man muss sie einfangen. Und das sind dann eben die Windräder und die Solarpaneele. So, und da wird es jetzt aber wirklich schwierig. Könnte man jetzt auch endlos reden, das geht ja nicht. Aber eine einzige Zahl macht schon deutlich, wie schwierig es wird. Sie alle wissen, dass wir in Deutschland seit 20 Jahren den Ausbau der erneuerbaren Energien fördern und subventionieren. Und momentan sind wir so weit, dass die Windenergie, und das ist die zentrale Energie in Deutschland, weil Sonne scheint ja im Winter nicht, also Windenergie, das ist der Hauptträger, macht im Augenblick 5,4% des Endenergieverbrauches in Deutschland aus. Das heißt, wir müssen, wenn wir hier klimaneutral werden wollen, noch ungefähr 95% des Endenergieverbrauches, wenn man die Solar noch mitzählt, also 93% des Endenergieverbrauches umstellen auf klimaneutrale Energien. So, und das alles, nicht, damit wir uns nicht vertun, in 15 Jahren. Nicht, eigentlich muss Deutschland 2035 klimaneutral sein. Jetzt sind sie sogar nur noch 14 Jahre. Nicht? Also 2021 hat sich ja nichts bewegt.
So, das ist eine extreme Herausforderung. Nicht, dass Sie mich missverstehen. Nicht? Es gibt keine Alternative zur Ökoenergie. Wir können ja hier nicht den Planeten aufheizen, bis man nicht mehr auf ihm leben kann. Aber in 15 Jahren müssen wir noch 93% unserer Endenergie umstellen. Das ist so ungefähr die Hausnummer. Und dann gibt es noch ein Problem, von dem Sie auch schon alle gehört haben. Ich weiß jeder, der Wind weht nicht immer und die Sonne scheint auch nicht immer. Man muss sich das so vorstellen, dass im Winter nur ein Achtel der Sonnenenergie ankommt, die wir im Sommer haben. Also extreme Schwankungen, da bleibt nur eins, man muss die Ökoenergie speichern, wenn es viel davon gibt. So, und dann wird es aber wirklich aufwendig. Nicht? Es gibt im Kern nur zwei Speichertechnologien. Das eine sind Batterien und das andere ist Wasserstoff. So, ich will da ja jetzt auch nicht in die Details gehen, sondern das Zentrale, was ich Ihnen mitgeben will, diese Speichertechnologien sind teuer, nicht billig. Sie sind alternativlos, aber sie sind teuer. So, und daraus folgt etwas, was man sich in aller Härte klar machen muss. Ökoenergie wird immer knapp und immer teuer sein. Das ist nicht etwas, was im Überfluss zur Verfügung steht. Im Überfluss gab es nur die fossile Energie, also Kohle, Öl und Gas. So, und wenn man das verstanden hat, dass die Ökoenergie knapp bleiben wird, dann ist klar, dass es das grüne Wachstum nicht geben wird. Sondern was wir hier haben werden, ist grünes Schrumpfen. So, das ist jetzt nicht die Rückkehr in die Steinzeit. Also das ist auch oft eine Angst, die ich dann so mitbekomme, dass die Leute denken, sie müssten wieder in Höhlen leben. So schlimm kommt es nicht. Aber grünes Schrumpfen lässt sich nicht verbinden mit dem Kapitalismus. Denn das ist ja ein System, das hatte ich Ihnen ja erklärt, das Wachstum braucht. Das heißt, wir müssen raus aus dem Kapitalismus. Das ist natürlich jetzt eine unglaublich abstrakte Aussage. Deswegen würde ich das jetzt gerne noch mal konkret machen, indem ich mit Ihnen vom Ende her denke. Also wenn man das erstmal kapiert hat, okay, Ökoenergie bleibt knapp und teuer, dann ist natürlich die interessante Frage, wofür reicht sie und wofür nicht? Auch da kommt man dann zu Ergebnissen, die nicht immer völlig überraschend sind, aber trotzdem Konsequenzen haben. Also zum Beispiel, wo die Ökoenergie aus meiner Sicht nicht reichen wird, jedenfalls nicht bis 2035 oder 2045, das sind ja so die Daten, wo man klimaneutral sein soll, sie wird nicht reichen fürs Flugzeug. Und zwar gar nicht, egal ob es Kurzstreckenflüge sind oder Langstreckenflüge. Also wenn wir hier wirklich klimaneutral werden wollen, dann ist das mit dem Fliegen vorbei. Und zwar egal, ob das nach Bali geht, nach New York oder nur nach Mallorca. So, das sind aber natürlich viele Arbeitsplätze, die daran hängen, nicht nur bei den Flughäfen, die Stewardessen, in den Reisebüros, in der Flugzeugindustrie und so weiter. Nächster Punkt für Baden-Württemberg zentral. Aus meiner Sicht wird die Ökoenergie auch nicht für die privaten Autos reichen. Das E-Auto ist aus meiner Sicht, ich meine, ich vertrete hier eine Minderheitenposition, aber das ist meine Sicht auf die Dinge. Das E-Auto ist aus meiner Sicht eine Sackgasse. Das ist nicht das Ende der Mobilität, man kann ja auch Bus fahren. Aber natürlich stellt sich die Frage, was aus Baden-Württemberg werden soll. Ja, ich bin froh, dass Sie lachen. So. So, aber es gibt auch Branchen, dazu zählt auch meine eigene Branche, in der ich eine Ausbildung gemacht habe, die man nicht sofort im Blick hat, wenn es um die Frage geht, was passiert eigentlich, wenn man hier grüne Strumpfen hat. Aber zum Beispiel ist klar, dass die Banken, so wie wir sie kennen, keine Zukunft haben. Nicht? Denn ein Kredit funktioniert so, Kredit kann man nur zurückzahlen, wenn es Wachstum gibt. Wenn alles schrumpft, kann man einen Kredit nicht zurückzahlen. Es ist nicht möglich. Also werden auch keine kommerziellen Kredite mehr vergeben. Dann ist aber eine Bank weitgehend obsolet. Das gilt erst recht für die Investmentbanken. Ohne hier in die Details zu gehen, ist eins ganz klar, der gesamte Standort Frankfurt steht vor einer extremen Herausforderung. Gleiches gilt für Lebensversicherungen, nicht? Denn da wissen Sie auch, ist das Prinzip, ich zahle ein und hinterher will ich mehr raushaben. Aber dieses Mehr bedeutet Wachstum. Mit Schrumpfen geht das nicht. Aber wenn man erstmal schrumpft, dann braucht man auch andere Branchen nicht mehr. Man braucht keine PR-Agenturen, man braucht keine Messelogistiker, man braucht keine Grafikdesigner. Das sind alles Bereiche, die eigentlich dann überflüssig sind.
So, und ich will jetzt nicht sagen, dass meine eigene Branche, der Journalismus, da jetzt irgendwie heil durchkäme, nicht? Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, ich sitze da auf einer Insel. Das wird auch den Journalismus betreffen. Aber man muss sich klar machen, dass Klimaschutz den totalen Umbau bedeutet. Da bleibt kein Stein auf dem anderen. Millionen von Menschen brauchen dann neue Arbeitsplätze. Das wird auch kein Problem sein. Also es wird auch neue Arbeit geben. Der Klimaschutz selbst wird schon enorme Mengen an Arbeit verursachen. Ein Windrad lässt sich ja nicht von selbst aufbauen und auch der Ökolandbau, den man dann braucht. Also industrielle Landwirtschaft hat auch keine Zukunft. Die Wiederaufforstung des Waldes und so, da sind viele, viele Menschen beschäftigt. Nur da gibt es dann wieder ein Missverständnis, das sehr häufig ist. Nämlich die Leute denken, okay, dann habe ich ja Arbeit und dann habe ich das gleiche Einkommen wie jetzt. Nee, man hat Arbeit, aber eben nicht das gleiche Einkommen, weil es gar nicht die gleichen Mengen an Gütern gibt, die man noch konsumieren kann. Wie gesagt, es ist nicht die Steinzeit, aber es handelt sich um Schrumpfen und das ist dann der Teil, der eigentlich bis heute weder diskutiert noch erforscht wird, nämlich die Aufgabe, vor der wir stehen, ist, hier haben wir einen sehr ausgebauten Kapitalismus, der auch wächst und hier müssen, ist das Ziel eine Kreislaufwirtschaft, wo man nur noch verbraucht, was man recycelt, die viel kleiner ist. Und die Frage ist, wie kommt man aus einem dynamisch wachsenden Kapitalismus, der groß ist, in diese kleine Kreislaufwirtschaft, die dann auch tendenziell nicht statisch ist, aber klein bleibt. So, wo ist hier eigentlich die Brücke, die Transformation? So, und das ist, was fehlt. Und damit ich Sie jetzt nicht hier völlig perspektivlos entlasse, stelle ich Ihnen jetzt noch ganz kurz eine historische Analogie vor, wo man sehen kann, wie es funktionieren könnte. Ich sage jetzt nur, das ist eine Analogie, nicht? Nicht, dass Sie denken, das muss jetzt genau so passieren. Und zwar ist die Analogie ausgerechnet die britische Kriegswirtschaft ab 1939. Um das jetzt zu verstehen, muss man kurz in das Jahr 1939 zurück. Das kennen Sie eigentlich auch alles aus Ihren Schulbüchern. Die Briten waren auf den Zweiten Weltkrieg nicht vorbereitet, sondern sie hatten ja gedacht, man könnte Hitler irgendwie entgegenkommen, indem man ihm Österreich schenkt, indem man ihm das Sudetendeutschland schenkt, also die deutsch besiedelten Teile der Tschechoslowakei. Und dann dachten die Briten, hat er ja ein Riesenreich, jetzt kann er doch endlich mal Ruhe geben. Das hat sich dann als der totale Irrtum rausgestellt, aber dass sie auf der falschen Spur waren, haben die Briten erst im März 1939 festgestellt, als Hitler in Prag stand. Denn das war nicht vorgesehen, dass Hitler sich sozusagen die gesamte Tschechoslowakei einverleibt, sondern eigentlich sollte dieser Rumpfstaat selbstständig bleiben. Gut, also jetzt die Briten merken sehr spät, dass ein Zweiter Weltkrieg kommt. Es ist auch völlig klar strategisch, dass sie angegriffen werden. Hitler konnte den Zweiten Weltkrieg nicht gewinnen, ohne Großbritannien einzunehmen. So, und jetzt musste man also innerhalb kürzester Zeit nachrüsten. Und das ging ja nur so, und das ist jetzt die Analogie, ne? Indem man die Friedenswirtschaft schrumpft, um dann diese Fabrikkapazitäten freizuräumen für U-Boote, Radargeräte, Munition, Panzer und so weiter. So, und dieses Schrumpfen der Friedenswirtschaft, das ist eben das, wovon man heute lernen kann. Und zwar sind da zwei Dinge interessant. Das eine ist, dass die Briten eine private Planwirtschaft gestartet haben. Das hatte nichts damit zu tun mit dem Sozialismus, wie er zeitgleich unter Stalin in Russland oder in der UdSSR stattgefunden hat, sondern es war so, es wurde überhaupt nichts verstaatlicht. Unternehmen, Läden, Restaurants, alles blieb privat. Aber der Staat hat eben vorgegeben, was produziert wird. Also es wurden Ziele definiert. Wie die einzelnen Unternehmen diese Ziele erreicht haben, war unerheblich, aber der Staat hat gesteuert. Weil wenn man nur noch ganz wenig Konsumgüter produzieren kann, dann muss natürlich festgelegt werden, okay, was macht man denn jetzt noch? Und das Zweite ist, es wurde rationiert. Nicht? Also jeder bekam das Gleiche, jedenfalls von den zentralen Konsumgütern, sprich vor allen Dingen von den Nahrungsmitteln. Und das Interessante ist, dass diese Rationierung in England ungeheuer populär war. Die Engländer, anders als die Deutschen, haben im Krieg und nach dem Krieg nicht gehungert. Es gab genug. Es ging darum,
das Wenige, das aber Reichte, gerecht zu verteilen. Man wollte verhindern, dass nur die Reichen das gesamte Fleisch aufessen, nicht? Und dann die Armen nichts mehr von dem Fleisch sehen, das knapp war, sondern jeder sollte gleich viel Fleisch haben, gleich viel Butter und so weiter. Das war, wie gesagt, ungemein populär, weil die Armen im Krieg mehr hatten als vorher. Deswegen haben die Briten auch gleich bis 1954 rationiert, also noch lange nach dem Zweiten Weltkrieg, obwohl sie viel reicher waren als die Deutschen. So, und genau dieses System, eine staatlich gelenkte Privatwirtschaft, wo man sich entscheidet, was in dieser kleinen Kreislaufwirtschaft noch produziert wird, plus Rationierung, das ist unsere Zukunft. So, nicht, dass Sie denken, letzter Satz, weil das ist auch ein häufiges Missverständnis, dass ich jetzt unbedingt in der Kriegswirtschaft leben will. Nicht? Das wird mir manchmal unterstellt, so als hätte ich besonders viel Spaß an staatlicher Lenkung. So ist es nicht. Ich habe ja gesagt, ich finde den Kapitalismus eigentlich super. Aber aus meiner Sicht gibt es überhaupt gar keine andere Möglichkeit mehr, um geordnet aus dem Kapitalismus auszusteigen und Klimaschutz zu betreiben. Oder anders gesagt, das Ziel ist die Kreislaufwirtschaft, die klimaneutral ist. Und der Weg dahin ist die britische Kriegswirtschaft. So, ich hoffe, dass Sie jetzt noch Lust haben, das Stück zu sehen.